Wenn du einen Blick in das Leben deiner Mitmenschen wirfst, dann wirst du feststellen, dass die einen auf ihren Feldern mehr Ernte, mehr Ertrag haben, dass sie mehr gewonnen haben und andere wiederum haben weniger Ernte oder gar keine Ernte und haben nichts gewonnen. Und auf diesen Unterschied möchte ich heute mit dir auf eine Reise gehen, um herauszufinden, warum haben die einen auf der einen Seite mehr gewonnen und die anderen weniger. Und ich glaube persönlich zudem, dass das Gewinnen an sich leichter ist, als zu den Menschen zu gehören, die weniger Gewinn haben. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur selbst Unternehmer und habe viele Unternehmen gegründet, sondern ich habe auch viele als Coach und Berater und als Mentor begleitet. Da kenne ich mehrere tausend Unternehmen und vor allen Dingen auch die Unternehmerpersönlichkeiten und die Biografie und die Einstellung der Menschen dahinter. Schauen wir uns nun zunächst das Leben derer an, die weniger Gewinn haben, weniger Ertrag und weniger Ernte auf ihren Feldern. Hier ist es meistens so, dass die Menschen in einem gewissen Herkunftssystem geformt werden. Wie ein Schiff in der Werft werden sie durch ihre Eltern, durch ihre Nachbarn, durch ihre Freunde, durch die Schule, durch die Kultur geformt, um dann in ihren spezifischen Lebenskontext geworfen zu werden. Und üblicherweise verlassen die Menschen eines Tages das geschützte Gebiet ihres Herkunftssystems und kommen dann mit dem, was sie dort an Wissen und Erfahrung und an Werten erlernt haben, in ihren persönlichen Lebensgestaltungsprozess hinein. Und in diesem Lebensgestaltungsprozess oder auch Lebenskontext genannt, warten natürlich viele Herausforderungen. Es gibt also Angriffe von anderen Menschen oder es gibt einfach nur Probleme und Prüfungen, die überwunden werden müssen. Es gibt Widerstände, innere, äußere, von anderen Menschen, die überwunden werden müssen. Es gibt Herausforderungen und Leistungsanforderungen, die ebenfalls erfüllt werden müssen, um beispielsweise Geld zu verdienen, sich zu bewerben, zu einer Ausbildung zugelassen zu werden. Und wenn diese Person A nun in der Realität angekommen ist und sich diesen Angriffen und Herausforderungen ausgesetzt sieht, dann ist es tatsächlich Zufall, ob sie im Herkunftssystem die entsprechenden Fähigkeiten und Mittel und Weisheiten erlernt hat, um diese Herausforderungen, diese Angriffe, diese Leistungsanforderungen zu bestehen und liefern zu können. Diese Menschen haben in der Regel die Haltung, dass sie sagen, das kann ich und das kann ich nicht. Oder dazu bin ich geschaffen oder dazu bin ich nicht geschaffen oder dazu habe ich Talent oder habe ich kein Talent. Diese Menschen nutzen und betrachten ihr Herkunftssystem, also die eigentliche Bildungsphase, als eine abgeschlossene Einrichtung, als ein abgeschlossener Prozess, der nicht verändert werden kann. Und folglich kommen sie also nicht auf die Idee, sich ein Prinzip anzueignen, was auf Gewinnen ausgerichtet ist. Und so ist es auch nur leicht verständlich, dass die meisten Angriffe, die meisten Herausforderungen entweder gar nicht erst angetreten werden oder diese Menschen versagen, mit einem negativen Ergebnis herausgehen. Bei der Person B, die eher zu den Gewinnern im Leben gehört, ist allerdings die Ausgangsvoraussetzung die gleiche. Auch dieser Mensch hat ein Herkunftssystem, auch dieser Mensch hat Eltern, Freunde, Nachbarn, Kulturen, Lehrer gehabt, die ihn ausgebildet und zunächst geformt haben. Aber der entscheidende Unterschied beim Gewinner ist, dass er das Leben nicht einfach nur so nimmt, wie es kommt, sondern dass er sich hinsetzt und sich Ziele setzt. Das bedeutet also, er verlässt auch eines Tages sein Elternhaus, sein Herkunftssystem und tritt ein in seinen Lebensprozess, aber er hat ein erstes Ziel. Und ein Gewinner zeichnet nicht aus, dass er sich zuerst ein Ziel setzt und es auch gleich trifft. Das hat Person B auch nicht geschafft. Sondern bei dem ersten Ziel sieht es natürlich aus, genauso wie beim Schützen, der das erste Mal auf eine Scheibe schießt. Er trifft alles, aber nicht die Mitte. Er trifft alles, aber nicht das Ziel. Das heißt, viele Versuche werden hier unternommen, vielleicht 20, 30 oder 40, bis dieses Ziel erreicht ist, bis dieser Prozess gewonnen ist. Und da sich B jetzt das zweite Ziel setzt, weil er weiß, er kann ein Ziel erreichen, hat zwar viele Fehlschüsse, viele Fehlversuche gehabt, aber er hat sein Ziel erreicht, er hat gewonnen, setzt er sich das zweite Ziel. Und das Interessante ist, jetzt hat er schon ein wenig gelernt aus den Erfahrungen der ersten Zielerreichung. Und er muss nicht 40 Versuche starten oder 40 Mal schießen, sondern vielleicht nur 20 Schüsse starten, 20 Versuche unternehmen, um schließlich Ziel Nummer 2 abhaken zu können. Auch hier hat er gewonnen und zwar schneller als beim ersten Ziel. Und jedes Mal, wenn Person B gewonnen hat, setzt sie sich sofort ein oder sogar 2 neue Ziele. Und beim dritten Ziel muss die Person sogar nur noch 10 Mal schießen oder 10 Versuche unternehmen, um zu treffen. Beim vierten Ziel vielleicht nur noch 5 Versuche, um das Ziel zu treffen. Und beim Ziel Nummer 5 vielleicht nur noch 3 Versuche. Unterm Strich lässt sich also sagen, dass jemand, der sich zur Gewohnheit gemacht hat, Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen, sprich zu gewinnen, also entsprechende Ergebnisse zu erzielen,
immer schneller und immer leichter seine Ziele erreicht. Und diese Grundeinstellung, die nimmt er natürlich ins gesamte Leben hinein. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du gehörst zur Person B, die zwar auch Herkunftssystem, Prägung und notwendige Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat, aber im Laufe des Lebens immer besser daran wurde, neue Ziele zu setzen oder zu erreichen, sprich ein Gewinner zu sein. Und wenn diese Person, die jetzt sehr schnell systematisch neue Ziele sich setzen kann, erreichen kann, mit den gleichen Problemen und Konflikten konfrontiert wird, was denkst du, wie wird diese Person B mit diesen Herausforderungen, mit diesen Problemen umgehen? Und deine Vermutung liegt wahrscheinlich richtig. Während Person A sich selbst leid tut, dass jetzt das Finanzamt eine Pfändung oder eine Steuererklärung will oder dass ein böser Vermieter jetzt eine Eigenkündigung hat oder dass entsprechende Probleme zwischenmenschlicher Art auf der Arbeit vorhanden sind, wird Person B sich sofort aus diesem Problem, aus dieser Herausforderung ein Ziel setzen. Und wenn ein Ziel da ist, und zwar nicht, ich will nicht etwas erreichen, sondern ich will etwas hinzu gewinnen, ich will einen bestimmten Punkt, ein gewisses Ereignis, was definierbar ist, gewinnen, dann wird diese Person die Fähigkeiten, die er bisher erlernt hat, auch dazu anwenden, auch in dieser Situation, in dieser Problembewältigung ein Gewinner zu sein. Wenn die Person A also durchs Leben geht, dann hat sie ständig Angst vor neuen Herausforderungen, vor neuen Schwierigkeiten. Jedes Neues wird einem als Gefahr wahrgenommen. Das Leben wird geprägt von Angst und von Unsicherheit und von der Hoffnung, dass nichts Neues, Schlimmes auf sie einprasselt. Das sieht natürlich bei Person B ganz anders aus. Die Person B hat gelernt, dass je schneller und je mehr Ziele sich setzt, dass sie umso mehr Fähigkeiten erreicht. Und dass tatsächlich die Überwindung von Hindernissen, die jetzt auf ihn zusätzlich noch einprasseln, der Vollgenuss des Daseins sind. Weil das die Gewichte im Fitnessstudio des Lebens sind, noch mehr Muskulatur, noch mehr Wissen, noch mehr Weisheit zu entwickeln. Warum ist also Gewinnen leichter? Ganz einfach. Du hast die Möglichkeit als Mensch, dir außer die normalen Herausforderungen und Probleme und Ansprüche und die Leistungsanforderungen, die die Welt dir setzt, zusätzlich noch Selbstziele zu setzen. Und diese eigenen Ziele, die du setzt, die machen dich zu einem qualifizierten, kompetenten Menschen, der über Erfahrungswerte verfügt, was tatsächlich funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn du in der Situation mit top ausgebildet bist, konfrontiert wirst mit den normalen Problemen der anderen Menschen, dann wird es für dich ein leichtes sein, wenn deine bisherigen Ziele deutlich größer gesetzt waren als die Probleme, die sonst so an dich herantreten. Also wenn du in Zukunft leichter, entspannter, gelassener mit Problemen und Herausforderungen umgehen willst, dann setz dir einfach viele Ziele und mach es dir zur Gewohnheit zu gewinnen. Mach es dir zur Gewohnheit, ein Mensch zu werden, der von einem Problem schnell zur Lösung wechselt. Der aus einem Kontext, wo es erstmal schlecht aussieht, ein Mensch wird, der den Kontext umgestaltet, dass es besser aussieht. In der Regel ist es so, dass in jedem Problem schon die Lösung verpackt ist und wie ein Weihnachtsgeschenk erst entdeckt werden darf. Und genau diese Freisetzung, diese Umwandlung von einem Problemkontext in einen Lösungskontext, das ist deine Aufgabe. Und wenn du dir das als Ziel setzt mit messbaren Kriterien, dann kannst du auch gewinnen, dann kannst du es erreichen und du baust dir so zusätzlich zu deinem Herkunftssystem positive, konstruktive Referenzerfahrungen auf, die dich selbstbewusster, selbstkompetenter, selbstwirksamer machen und schließlich auch deinen Selbstwert steigen lassen. Und jetzt die entscheidende Frage. Ist das Herkunftssystem dafür ausschlaggebend? Nun, davon kannst du dich selbst überzeugen, indem du viele Biografien von Menschen liest, die etwas Großes aufgebaut haben, die gelernt haben, sich Ziele zu setzen und zu gewinnen. Und sehr selten ist es so, dass tatsächlich die Eltern Multimillionäre waren und den Kind mit allem versorgt haben an materieller Ausstattung, sodass daraus eine Persönlichkeit geworden ist, die in der Lage ist, das Leben zu erfassen, zu gestalten und selbst einen positiven, konstruktiven Beitrag für sich und die Gesellschaft zu leisten. Die Erfahrung aus vielen Coaching, Beratungen, aber auch aus Mediationen, die ich durchgeführt habe, zeigt vielmehr, dass die Menschen, die zu sehr versorgt worden sind, die zu sehr von den Problemen und Widerständen befreit worden sind, die nicht wirklich gelernt haben, sich eigene Ziele zu setzen, zu erreichen, sondern die Eltern dazwischen gefuscht haben, die Eltern versucht haben, die Kinder davon zu beschützen, dass genau diese Menschen nicht zu den Gewinnern gehören. Und ich lade dich ein, sowohl von gegenwärtigen, bekannten Persönlichkeiten die Biografien zu lesen, als auch von historischen, also Menschen, die bereits verstorben sind. Dann wirst du nämlich feststellen, dass sehr selten das Herkunftssystem die ausschlaggebende Größe dafür war, dass die Menschen gelernt haben, sich Ziele zu setzen, diese zu erreichen und ein Gewinner zu werden.
Meistens ist es sogar so, dass die Menschen sehr schlechte Ausgangsbedingungen hatten oder durchschnittliche und aber eine Entscheidung getroffen haben, Ziele zu setzen und die zu erreichen. Und genau dazu möchte ich dich ermutigen, dass du das Leben wie ein Fitnessstudio betrachtest, wo du dir freiwillige Gewichte in dein Leben ziehen kannst, um dich zu formen, zu trainieren. Das bedeutet, setz dir lieber jetzt viele und große Ziele, dass du fit wirst, dass du Methoden erlernst, ein Gewinner zu sein. Denn die echten Probleme und Herausforderungen, die kommen auch in dein Leben, nur mit dem Unterschied, du bist vorbereitet, du bist trainiert, du hast eine mentale Stärke und das Selbstbewusstsein, die Dinge anzugreifen. Und wenn du dir richtig große Ziele setzt, dann werden die kleinen Probleme im Alltag für dich wie kleine Peanuts erscheinen, die du nebenbei auch noch wegfrühstückst. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dir Ziele zu setzen, sei es wirtschaftliche und für dein Unternehmen oder für dich auch persönliche Ziele zu setzen, zu finden und daraus dann Pläne zu machen und die zu überprüfen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur Berater dabei, die sehr kompetent sind in ihrem Bereich, sondern auch Coaches, die dich auf diesem Weg begleiten. Sprich also, dass du in einem Mentoring, in einem Coaching auf einem längeren Prozess unterwegs bist und Feedback und Unterstützung bekommst, deine Ziele wirksam zu setzen und die richtige Methode auch zu finden, die deinen Gewinn ermöglicht. Beantrage also gerne jetzt ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber kannst du auch das Video liken, teilen oder den Kanal abonnieren, denn wir veröffentlichen jede Woche neuen Content, neue Filme, um dich voranzubringen. Das Ziel ist, dass du ein Gewinner wirst, ein Gewinner bleibst oder ein noch besserer Gewinner wirst. Die Verantwortung aber liegt ganz allein bei dir. Und diesen Erfolg wünsche ich dir, dein Daniel Schäfer.